Hallo in die Runde. Es ist Freitag, das heißt Rätseltag und Videotag. Hoffe, ihr habt eure Tagesaufgabe schon gefunden und mit Bravour gelöst. Ich für meinen Teil habe jedenfalls Lust, mit euch gemeinsam in eine sehr interessante Partie reinzuschauen. Rätsel Nummer 44, doppelter Rittberger mit halber Schraube. Das Spiel wurde im Verein Hansa Hamburg gespielt. Robert, Fabian und Christoph waren am Tisch. Und Mittelhand schaute in diese Ausgangskarte, hat sich in dem Moment nicht getraut, damit 18 zu sagen, war in Mittelhand ein wenig zu dünn. Tatsächlich ist dann Hinterhand für 18 Besitzer geworden und hat Karo angesagt. Das Spiel wurde eröffnet mit dem Herzkönig von Mittelhand Herz Lusche und der Alleinspieler nahm erstmal das Ass raus. 15 Augen. In der ersten Trumpfrunde lag dann Karo Lusche und Karo 10 vom Partner, also die Hand hier ist ja sowieso schon relativ stark mit Trumpf Ass und den beiden starken Buben, auch kaum volle in der Beikarte, nur die Kreuz 10, also sicher so oder so schon eine gute Ausgangskarte, um sich Hoffnung zu machen, jetzt auch noch die Trumpf 10 beim Partner, also erstmal ein schöner 21er Stich in Trumpf und damit sicher berechtigte Hoffnung, dieses Spiel angreifen zu können. Auf jeden Fall sollte hier das Trumpf Ass rausgenommen werden, sonst kann es in diversen Konstellationen am Ende noch so weit kommen, dass das Trumpf Ass beim Alleinspieler abgegeben werden muss. Das sollte hier nicht riskiert werden. Das Spiel wurde fortgesetzt mit der Herz Lusche. Sicher sind auch andere Möglichkeiten spielbar, allerdings tut die Herz Lusche in aller Regel kann die nicht viel kaputt machen, vom Partner gefordert, und wenn hier eine zweite Herzrunde gelaufen ist, sicher sogar noch die Idee, wenn der siebte Herz beim Partner ist, dass im Spielverlauf auf den siebten Herz die Pik Lusche abgetragen werden kann, also auf jeden Fall plausibel. Jetzt lag eine der wenigen Konstellationen vor, wo das nicht so günstig war. Der Alleinspieler hat hier gestochen und von hinten fiel die Herz 10. Und dann hat der Alleinspieler auch schon den Gang über die Dörfer eröffnet. Pik Ass, Pik Lusche, Pik Lusche muss bedient werden. Und jetzt lag Pik 10, Pik König. Und da stellt sich die Frage in die Runde, wie sollte das Spiel jetzt fortgesetzt werden? Gibt es einen Siegweg und wie sieht der aus? Ja, wer das am Tisch mit diesen Informationen rauskriegt, vor dem ziehe ich den Hut. Das ist dann ganz großes Skat. Die Lösung ist tatsächlich hier der Kreuzbube und dafür gibt es auch eine Begründung und die sieht folgendermaßen aus. Der Alleinspieler hat offen gespielt 40 Augen liegen und es ist ja auch schon bekannt, dass er 3 Augen in Herz gedrückt hat, also 43 Augen. Dass er nach diesem Spielverlauf, wo alle Herzen raus sind, jetzt hier über die Dörfer geht, verrät schon etwas über seine Trumpfstärke bzw. Schwäche. Es kann sich realistischerweise hier schon fast nicht mal mehr um einen 5-Trümpfer handeln, denn sonst hätte er gar keine Not, nach dieser für ihn glücklichen Spieleröffnung jetzt schon Pik Ass und 10 zu ziehen. Mit anderen Worten, es muss sich hier eigentlich fast zwingend um einen 4-Trümpfer handeln. Ja, und wenn es ein 4-Trümpfer ist, dann wird der Alleinspieler auch nicht Pik Ass 10 zu 4 haben. Die 10 kann dann ja gar nicht laufen. Mit anderen Worten, die Pik Dame ist auf jeden Fall noch beim Partner. So, und warum hat der Partner jetzt aus Herz König 10 aufgeschlagen? Gut, Pik König zu dritt ist jetzt auch nicht so eine günstige Aufschlagkarte. Und in der vierten Farbe, das ist jetzt nämlich hier die Schlüsselfarbe in Kreuz, wird er wohl auch nichts Besonderes gehabt haben. Logisch, dass der Alleinspieler, wenn er nur 4 Trumpf hat und ohne Trumpf volles spielt, auch die Asse in der Beikarte hat, also Kreuz Ass sowieso, aber wahrscheinlich eben auch noch den Kreuz König, denn ansonsten hätte der Spieler hier in Vorhand aus König Lusche wohl eine bessere Aufschlagkarte gehabt als auch König 10, also zumindest möglich, dass eben hier die Kreuz Lusche steht oder sogar plausibel und dann der Alleinspieler noch auf Kreuz Ass König sitzt. Und dieses Kreuz Ass König sind hier die entscheidenden Karten, denn wenn wir von hier jemals mit Kreuz antreten, dann kann der Spieler schnippeln und mit dem Ass fängt er noch die Dame, hat dann 18 Augen in Kreuz eingesammelt und landet damit genau auf 61. Und das gilt es also auf jeden Fall zu vermeiden. Und genauso wenig darf der Partner nochmal mit Kreuz antreten, denn dann passiert das gleiche Spiel. Mit anderen Worten, es muss der Alleinspieler nochmal eingespielt werden. Und einspielen können wir ihn, wenn es eben nicht Kreuz sein darf, am Ende nur in Trumpf,
deswegen darf die Lusche hier noch nicht gelegt werden. So, warum jetzt der Kreuzbube und nicht der Herzbube? Weil wir auch noch eine Übergangskarte zu unserem Partner brauchen, damit der seine Pik-Dame abspielen kann. Wenn wir jetzt hier mit dem Herzbuben stechen, Kreuzbube ziehen und dann Trumpf zurückspielen, kann der Alleinspieler noch mit Pik wieder vom Stich gehen und schafft es dann doch wieder in die Hinterhandposition zu kommen und den Kreuz, Ass und König zu erobern. Deswegen also hier mit dieser ganzen Erkenntnis oder diesen ganzen Sachen, die man mit sehr viel Fantasie vielleicht sogar schon rauskriegen kann, Kreuzbube, die Übergabe mit einem hohen Trumpf zum Partner. Der muss das Ganze jetzt auch noch checken, dass er nicht mit Trumpf, Lusche und Pik Bube jetzt etwa hier noch unterbleibt. Der muss natürlich rausnehmen, den Stich mit der Pik Dame abziehen, und auch hier darf jetzt natürlich die Kreuz 10 noch nicht rein. Dann wiederum wird Ass und König den Stich machen und die Dame erobern, sondern hier sollte jetzt nur die Kreuz Dame gelegt werden. Alleinspieler muss bedienen. Und jetzt wird es ihm hier zum Verhängnis, dass er letztlich ohne Not ein wenig zu früh über die Dörfer gegangen ist, also diese Gefahr auch nicht richtig eingeschätzt hat. Jetzt kann er nämlich tatsächlich hier mit Trumpf, Lusche noch in die Trumpf-Dame eingespielt werden auf 46 Augen. Und jetzt hat er eben das Endspiel, wo er selber mit Ass-König antreten muss in dieser Verteilung. Das heißt, er wird immer den Königstich verlieren, er wird nur noch sein Kreuz-Ass nach Hause bekommen auf 57 und die Gegenpartei gewinnt mit 63. Ja, wie ich sagte, so ist es natürlich auch im Original nicht gelaufen. Das ist ein wenig zu heftig, aber wenn man da ganz, ganz tief reindrillt, dann ist das durchaus plausibel zumindest, und dann ergibt sich damit hier ein sehr schönes Lösungswort, eine sehr interessante Partie für, ja, Genießer der hohen Skatschule. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, bedanke mich auch einmal bei Danilo Fischbach, bei Martin Köhler und bei Temu Kujoslumi für eine Unterstützung meines Kanals. Ich weiß das sehr zu schätzen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns hoffentlich bald mit weiteren Videos, und bis dahin, wie immer, gut blatt.